Ja, wo ist Markus jetzt? Hallo Schatz. Ja, ich bin wieder bei Woodhaven. Alle tot. Also, ist so weit tot. Weg. Markus ist tot. Sammy ist tot. Auch raus traue ich mich hier nicht mehr. Nee, wir schimmeln jetzt hier drinnen. Problem ist, man steht. Oh, Julian. Dem jucken die Glieder. Guck doch mal draußen rum, wenn du immer rumläufst. Geh doch mal runter und guck mal draußen. Ja klar, da werde ich wahrscheinlich auch geknallt, Mann. Weißt du, was in der Wohnung noch fehlt? Ein paar Blumen. Also geh pflücken. Am besten Mohn. Können wir Thai machen. Denn. Oh, Eichhörnchen, oh. Jetzt rennt er runter. Hallo zusammen. Hi, hi. Hi, hi. Viel Spaß euch noch, ich schlaf wieder weiter. Gute Nacht. Gute Nacht, bis morgen. Morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich hab zwar irgendwie Angst, die Treppen hier runter zu laufen, aber... Jetzt wird's boom tot. Also irgendwie traue ich mich nicht raus. Das gibt's doch gar nicht hier, ey. Es ist doch übel, Mensch, das Kinder. Ich wurde schon wieder getroffen. Mitten im Wald. Ja. Ah, von so einem Jägerschützen hier. Ich könnte mir jetzt zwar meine Hose vom Leib reißen. Was bringt das? Ja, mich heilen, weil ich habe keinen. Du willst ihn erschrecken. Genau. Das Problem ist, ich habe 3 Tropfen gehabt, Blut. Ich habe meine Mütze habe ich zerrissen. Oh, bist du mein klein, Hemd. 3 Tropfen Blut. Ja, du brauchst immer beim Brot. Zähneputze verliere ich mehr Blut, Mann. Scheiße, muss ich doch wieder erst bei Woodhaven rein. Das wollte ich eben nicht. Verdammt. Aber ich muss rein, weil der eine Tropfen, der ist noch da. Ich will meine Hose nicht weggeben. Ich will er unbedingt. Ach so, du meinst, das sind die Blutzeichen da unten. Ach so. Richtig. Ich dachte auf der Straße so. Nein. 3 Stück. Aufleg, aufsammeln. 3 Stück habe ich gehabt. Jetzt habe ich nur noch einen, deswegen will ich die Hosen nicht aufnehmen. Ja, dann wirst du wohl drauf gehen. Nisch gibt's, ich hab noch Leben. Wie viel? 60, 66. Okay, also der hat einen Haufen Knarren auf dem Buckel, schmeißt eine vor meine Füße. Okay. Nett. Will er, ja, und jetzt knallen ja. Will er sich duellieren, oder? Du mit der leeren Knarre und er mit der vollen, oder? 10 Schritte weiter. Nein. Alter, mir spritzt ja das Blut wie. Oder entschuldigt sich, dass er dich für ihn abgeknallt hat. Es ist zwar, sind zwar keine Mumpeln drin, aber er hat mir auf alle Fälle eine Shotgun gegeben. Na klar, hat er von seinem Elternhaus gelernt, dass er nicht auf jemanden schießen darf, der keine Waffe besitzt. Ja, stimmt. Ich würde sie nicht aufsammeln. Ich hab's ja schon aufgeguckt. Ach so, und? Weiß ich nicht, der steht immer noch da. Ja? Guck doch schräg mit Q oder E, du weißt Bescheid. Ich flüchte. Was war das? Draußen? Was? Draußen? Weiß ich nicht, ja. Was soll ich von dem Vogel halten? Dann schießen sie schon echt hier draußen bei uns, den Typen. Ja, ich hab eine Mütze gefunden. Ja, yeah. Zerreißen. Keine Ahnung, was ich von dem Typen halten soll. Ja, also die Mütze würde ich jetzt zerreißen, bevor ja, die Hose. Geschafft. Sind. Also man wackelt echt mit der Waffe. Hast du dich bedankt? Den Einhand. Ja, danke, habe ich gesagt. Ach, der hat hier eine Base oder was? Nee, ein Hochsitz ist. Wie hast du dich bedankt? F4. Nee, ich habe einfach mal Danke geschrieben. Ach so. Wir haben es nicht gesehen, das heißt, er ist weit weg, ne? Oder halt einfach mal F7 drücken. Daumen nach oben. Kann nicht verwechseln.
Also F8 wäre Daumen nach unten. Gibt's eigentlich auch dieses über den Hals unten drunter diesen Finger? Gibt's das auch dieses Zeichen? Das gibt's nicht so. Dann würde ich mich das drücken und hinterher gleich F10. Weißt du, was ich meine? Du... dieses Symbol, du bist tot. Ja. Nee, das Symbol, du bist tot, heißt einfach Peng. Ach so, das zeigen sie nicht vorher, okay. Ne? Ja, ja. Da brauchst du keine großen Andeutungen, dann fällst du um, ja, und dann weißt du auch, dass cooler, du tot bist. Wenn ich das vorher andeuten darf. Ja, aber in der Zeit, in der du es andeutest, schießt der andere. Na, auch mal. Ups. Hör mal auf. Jetzt. Markus, es ist genauso langweilig wie damals, wo wir da anderthalb Stunden gesessen haben. Und wenn ich jetzt aufhöre, werden wir abgeknallt. Das weiß ich jetzt schon. Vor allem kein Mensch interessiert sich für das Riesenhaus hier. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich glaube, wir ziehen weiter. Die Karawane zieht weiter. Zumindest, ich bin leicht vergiftet. Hab so einen Totenkopf bei mir dranhängen. Da bist du auf irgendwas draufgedreht, auf einen Igel oder sowas. Ich hab Pillen gegen Atom. Da siehst du. Atom ist aber, glaube ich, ganz oben, ne, diese Anzeige. Mhm. Und oben drüber habe ich aber. Da Antibiotika, Bände. Ja, ich hab welche. Er braucht die gelben, ja. Ich hab welche dabei. Die gelben Pillen? Ja. Ja, ja, also Markus, dann weißt du, wo du uns finden kannst. Scheiße, ist das langweilig. Kann mich hier jemand mal ablösen? Ich sitze doch auch schon die ganze Zeit hier. Ja, vielleicht reicht auch nur einer hier. Kann ich mir mal die Beine vertreten? Ich glaube, ich kann nicht mehr hochkommen aus der Hocke. Hier, durch den Schlitz gucken. Aber wirklich, ich verlasse mich jetzt auf dich. Nicht, dass wir hier nachher 20 Leute im Haus haben. Guck mal ein bisschen rum hier. Ah, tut das gut, mal was anderes zu sehen. Ach, hier ist eine Wand. Selbst das ist schöner. Ich mach mal die Wäsche an. Hat jemand noch dunkle Wäsche? Den vollgekackten Slip vielleicht oder so? Tonnenweise, du. 3 am Tag. Ein Schwein. Nimm's mit. Das schlacht mir hier. Ich mach ein Herz schon mal an. Mach ich schon. Wieso ist hier eine Grille? Ich höre eine Grille hier oben. Ich hab sie auch. Ich höre sie nicht. Ja, hier sind keine mehr. Wir können jetzt so ruhig raus. Okay, dann würde ich sagen, du gehst als erstes an. Nee, ich will ja. Hello? Kann ich auch das Schwein orange anmalen? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt ein Schwein im Arm. Da unten kommt eine Stadt. One to left. Zwei go, einer left. Ah, bin ich ja bei Clyde Hill. Könnte fast sein. So wie das hier aussieht. Bei nee, Clyde Hill ist der Berg, auf dem Berg. So, okay. Aber von der, so wie ich das hier sehe, obwohl, nee, da fehlt der Müllhaufen. Grün, alles okay? Ja. Oh, nee, das war nur eingezäunt, ne? Das ist auch eingezäunt, und da kommt da, also es sieht aus, als wäre ich in Clyde Hill. Das kann ich euch genauer erzählen, wenn ich mal drin bin. Und dann bin ich auch schon fast in Downtown. Beziehungsweise... Ja, Downtown immer, ist doch nicht die große Stadt, oder? Ja, oh, dieses... Dingster Valley. Ja, Valley heißt die, ja? City Valley, oder? Dingster Valley. Oh, hier oder ist kann ich das Schwein hier ist ein Telefon. Losschicken, um... Telefon, wie heißt das? Sprechanlage, ne? Aber der Ghost ist immer noch hier. War nicht mein Test gewesen. Mhm. Soll ich mal Icon Theory schreiben? Zwei Wege. Icon See Me, du musst dir schreiben. Du musst dich fragen, ob er dich sieht. Back here, all the bots, just bots schon. Die hat alles leer gelotet und hier kommt auch nichts Neues, wenn du hier rumstehst, ne? Auch den hast du gesehen vorhin, diesen hängenden. Genau. Da sieht man doch, dass er hängt, der baumelt doch.
Was ist das wohl für Sprachen? Wots? Das ist Wots. Oh, Gewehrkugeln! Warum habt ihr das nicht aufgesammelt? Wo denn? Hier in dem Raum, hier in dem Aktenraum, da unten. Das ist genau so ein Blinkfisch. Und zwar? Phönix. Phönix, huhu. What's up? Ah, für Markus. Jetzt habe ich 12 Kugeln für Markus. Toll, ich versuche irgendwann mal zu dir zu kommen. Nee, warte mal, das ist eine andere, du. Wieso kann ich die nicht? 7, 62, 51. Ah ja, 308, das ist eine andere, sieht auch fast genauso aus. Wer hat das? 7, 62, 51. Ist das nicht in das Magazin, was ich dir gegeben habe, Julian? Warte kurz. 7, 62, 51. Auf eine englische Frage deutsch geantwortet. Du! Hat der Phönix geschrieben. Mir hängt ein Schwein am Bein. Ja, besser wie im Gesicht. Immer schön die Umgebung beobachten. So, ich löse dich ab. Ich löse dich ab. Okay. Ach, oh, so kurz, 2 Minuten. Wir sind... Ja, ich hab hier einen Zombie, aber ich hab keine Waffen. Was mach ich jetzt? Du musst schlagen. Gesicht, ne? Sollen wir mal fragen, wo bist du? Can you help? I can you help? Irgendwie 2 Wege? Ja, to gone and to gone and one left. Den kennt ihr nicht. Ghost. Ja, aber der sieht doch, dass ihr da alle jetzt schreibt. Ghost statt von Eng. Fuck, are you two good guys up to? Was brauche ich jetzt? Ghost lacht, ja, als es er, der rumschießt. Ghost lacht, das ist nur der, worum ballert, deswegen nennt er sich ja Ghost. Wahrscheinlich unsichtbar. Nein, das ist Phoenix Dawn. Learn to speak German on German Server Ghost. German Ghost. Ach so, ich dachte. Wir haben 2 Leichen. Ja. Ding einfach Markus und. Bei welchem Gerüst ist der? Ist das das Gerüst da drüben vielleicht? Das weiß ich nicht. Wenn er reinkommt, ist er tot. Eben. Es gibt keine netten Spieler. Also wir. Eben. Doch, ich hab doch gerade einen gesehen. Der hat zwar nicht mit mir geredet, beziehungsweise nicht auf mich reagiert. Aber der hatte Waffen dabei und hat mir eine Pumpgun abgegeben. Wie willst du es erahnen, dass jetzt jeder so nett ist? Das will ich nicht, kann ich nicht. Eben, ich auch nicht. Also ich schieße auch nicht. Wie gesagt, ich stand vorhin im Hotel und mir wurde volles Brot in den Rücken geschossen. Eben. Das ist wieder nicht nett. Ist bei dem Hotel ein Gerüst? Warte mal, das Gerüst ist doch am Polizeirevier, oder nicht? Ja. Der beim Polizeirevier, ja. Der Phönix. Aber es gibt doch mehrere Gerüste. Okay.
Ah, bin ich hier in Brightmoor? Das kann auch sein. Ja, klar, mit einem. Warum, was muss er denken? Brauch eine scheiß Wasserflasche oder irgendwas, wo ich trinken kann. Ich bin wieder kurz vor Downtown. Das ist nicht Downtown, die Stadt heißt anders. Bei euch meine ich. Mhm. Die heißt anders. Die heißt doch nicht Downtown. Warte, die große Stadt heißt Highward Valley. Genau. Ich hab die Karte. Hier kann ich gucken. Aber draußen sehe ich einfach immer noch keinen rumlaufen. Scheiße, hier war ich ja schon. Leo, ich schlaf jetzt. Ich spiele jetzt zu spät. Ich kann Scheiße anschauen, wenn ich einen Husten habe. Mal gespannt, wann das mit dem Hals aufhört, du. Hm. Ja, wir haben da nicht so eine schöne frische Luft wie du da oben. Ach so. Scheiße, ich muss zum Auto. Geh mal runter. 23% noch, verdammt. Was essen, trinken? Trinken. Alter, ich finde so viele Waffen hier, das ist ja übel. Ja, super, da gibt mir mal einen ab. Ja, mach mit Helgen in Deal. Guck dir auf uns 20. Guck dir auf, also ich lasse inzwischen das Trinken stehen, weil ich so ein Haufen Zeug nicht mehr weiß, wohin damit. Ich lasse inzwischen die ganzen Waffen liegen. Ich weiß, wohin damit. Ich lasse inzwischen die ganze Essen liegen. Jeder bringt das mit, was er nicht hat. Und dann trinkt der eine, der ist alles leer, der andere isst, dann sterben wir beide. Weil das eine an dem anderen fehlt. Bin unten. Ja. Niemand vor der Tür. Was hast du? Das Problem ist, ich bin sehr, sehr heiß gerade. Ja, dann frag doch mal, was heißt, wenn wir keiner wissen. Wie viele Male gibt's hier noch nicht, also steckt ein heißes wieder. Ja, es ist rot bei mir, ne? Die Hitze. Sammy? Ja. Wann spricht es Female aus? Female? Female. Wer rennt da hoch? Ich. Wer steht da unten? Wer? Wo? Wo warst du gerade, oder? Alter, mach doch keinen Witz, du Ghostmann. Ach, jetzt. Femili? Femili? Wie spricht man das aus? Female, oder? Also Female. Female? Ja? Na ja, das klingt auch nicht besser. Was für E-Mail? Naja, dann lass uns bei der E-Mail. Ja, sag Female und dann passt das. E-Mail? Nee, immer noch in Deutschland. Ja, da steht ja, alles eben. Deutsch. Richtig. Wie einen Job oder eine Jens. Na, eine Jens. Eine Jens. Wie Paul. Zieh dir mal einen anständigen Jeans an. Ich hab ihn so auslachen müssen. Oder such dir mal endlich einen Job. Was? Über den können wir herziehen. Der ist schon im. Zwischen China und irgendwo anders. Der schon eingesägt. Ja, so ein Kack-Zombie. Ich hab nicht mal eine Axt oder irgendwas. Nicht mal ein beschissenes Messer, ey. War ich. Also, ich habe jetzt. Die HK, grüne Farbe. Die HK 45, ich habe die MK 3 22, ja, ich habe die M 9mm, ich habe die Restland 22er habe ich am Start, ich habe eine Axt am Start. Ja, Wahnsinn. Und verhungerst gleich oder verdursten? Eher ich überhitze mich gleich.
CPU, weißt du? Hast du was trinken? CPU? Ja, ich habe 38,9 Grad, mein Körper. Ja, aber ich brauche selber auch. Ich habe 37, mir geht's gut, wenn ich rum. Ja, aber ich habe das mit dem Laufen zu tun. Nee, ich bin vergiftet. Ach so? Ich habe noch diesen Totenkopf. Ja, Juli hat's doch. Komm doch her. Was denn? Ja, das ist das gelbe Zeug. Antibiotika. Ja, ja, richtig. Wie nennt man das heute? Ich dachte, es wäre Penicillin. Ah, ich habe noch 30% trinken. Ach, die haben extra Antibiotika gemacht wegen der Allergiker hier drin. Sagt der Spieler nachher so, das kann ich nicht nehmen, ich bin allergisch gegen Penicillin. Öl, kann man Öl trinken? Ja, ja. Das hilft auf jeden Fall. Das hilft auf jeden Fall. Dann nimmt es ruckzuck ab, ohne spürbare Nebenwirkung. Bei DC kannst du ja alles nehmen, ne? Dann trinkt ja und isst ja alles, grundsätzlich, ne? Die kannst du ja alles einflößen. Was? Ja, ja. Muss man auf Use gehen, auf irgendein Getränk, irgendeine Flüssigkeit zum Beispiel, wo du mit dir führst. Ob das jetzt Scheibenwischwasser ist oder sonst irgendwas, das trinkt er. Wenn du das befehlen tust, trinkt er das. Auch ja. Essen. Ja, bei DC, der Charakter. Ja, also ich bin bei DC nur am Rennen. Da musst du halt immer was essen. So Sprit oder sowas. Kannst du machen. Wenn du Sprit aufsammelst, musst du mal auf Use gehen, rechtsklick und dann siehst du die Aktion, was er machen kann. Dann trinkst du Use und dann trinkt er das hier leer und dann mit einmal... Der wird richtig krank davon. Toll, ja, da hast du ja richtig was gewonnen, du. Naja, es ist halt wie echt, ne? Könnt's ja theoretisch. Nein, ich treffe die ganze Zeit auf Daisy nur auf Zombies. Nö, du hast einen falschen Server. In jeder Stadt oder so, wo ich bin, interessant. Ah, Zombies. Ein bisschen in den Städten. Ich bin halt gern draußen auf den Höfen, weil da findest du nämlich allerhand.